Was war die größte Herausforderung bei der Auswertung Ihrer qualitativen Interviews? Ich würde sagen Transkription. Das nimmt Transkribieren. Ja. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Und dann auch bei der Auswertung kommt man darauf, dass die Leute zwar etwas gesagt haben, aber eigentlich die Frage nicht beantwortet haben. So, das ist dann sehr schwierig auszuwerten. Es stellt sich die Frage, was mache ich jetzt? Mhm. Was tue ich damit? Und dann auch die Codes zu machen. Zum Beispiel, wenn die Personen zwei ähnlichen Sachen gesagt haben, was eigentlich nicht das Gleiche ist. Man muss dann einen Weg finden, wie werde ich das jetzt in einem Code umwandeln. Mhm. Mein Zeitmanagement, dass ich quasi meine Deadline eingehalten habe. Wir haben die Inhaltsanalyse nach Meiring gewählt zur Auswertung, beziehungsweise dort angelehnt. Und dann war es teilweise schwierig, was für Sequenzen nimmt man denn jetzt mit raus, aus was für ein Interview nimmt man denn die Sequenzen, genau, was passt am besten in den Bericht dann auch oder was möchte man dann darstellen? Ja, also das eine ist, ich hatte sehr, sehr viele Daten, also auch für die Masterarbeit schon zu viele und jetzt wird es sicher auch nicht besser. Da braucht es auf jeden Fall auch eine gute Struktur, wie organisiere ich mich selbst, mit welchen Programmen arbeite ich, dass man das auch wirklich effizient bearbeiten kann und auch gerne auch darauf achte, nicht den Fokus zu verlieren. Dann fand ich es auch immer schwierig, schon zu krass mit so Theoriewissen vorher auch heranzugehen an meine Daten, vor allem, weil ich mit der Grounded Theory ausgewertet habe und auch gemerkt habe, boah, irgendwie habe ich jetzt gerade ein bisschen Sorge, ich stülpe irgendwie auch meinen Daten das irgendwie drüber, was ich da vorher vielleicht auch gelesen habe, ist auch nochmal so eine schwierige Sache, die man eigentlich aber, finde ich, mit Reflexion ganz gut in den Griff bekommt. Ja gut, dann Auswertungsmethoden generell. Also wenn man die zum ersten Mal anwendet, ist das immer schwierig, weil man hat gelesen, wie funktioniert es. Aber von irgendwie, ich habe gelesen, wie es funktionieren soll und ich habe vielleicht auch irgendwie Musterbeispiele gehabt, die man ja auch nicht in jedem Lehrbuch, bis zu, ich wende das selber an, ist auch nochmal eine Schwierigkeit. Wie ist mit der Codefindung, Kategorienfindung so gegangen? War das eher leicht, schwer? Wie hat man sich da dann? Das war auf alle Fälle ein Prozess. Das ist nicht einfach so von heute auf morgen gegangen. Weil man dann auch erst im Auswerten wieder drauf kommt, okay, gibt es denn vielleicht doch noch andere Kategorien, die man vielleicht bedenken oder beachten sollte. Und von daher war das eher so ein bisschen ein Suchen und Finden auch, da wo wir schon viel und intensiv zusammengearbeitet haben, dass wir alles abdecken können, was denn wirklich gesagt worden ist auch von den Leuten. Und der letzte Punkt, den ich nochmal problematisch fand und wo ich jetzt auch merke, hey, ich will das in meiner Promotion anders machen, ist, ich habe halt alleine ausgewertet. Und eigentlich soll man das nicht machen, aber klar, mit wem sollst du es machen? Du bist irgendwie in der Masterarbeit oder jetzt in der Promotion, musst auch gucken, wer hat da noch Zeit, ne? Mit wem kannst du auch reden. Aber irgendwie sind so die Zwänge vom Wissenschaftssystem leider auch im Studium häufig so, dass man das einfach alleine macht. Aber dadurch, finde ich, leidet einfach die Analyse. Was waren die größten Herausforderungen bei der Auswertung? Für mich sicher die Statistik. Es war meine erste richtige quantitative Studie und ich habe mit Statistik, das ist bei mir schon ein bisschen länger her. Deswegen habe ich mich ein bisschen aufschlauen müssen wieder. Ich kann da empfehlen, YouTube zu bedienen. Und genau, also das war für mich die größte Herausforderung. Ansonsten hat es für mich ganz gut funktioniert, mit SPSS zu arbeiten. Also ich habe mich da wirklich ein bisschen einmal ein Wochenende damit eingesperrt, und um zu schauen, welche Funktionen hat SPSS, wie kann ich mit SPSS gut arbeiten. Und dann war das für mich eigentlich ganz okay. Nicht jeden Test, den ich machen hätte müssen, habe ich sofort gemacht, weil es mir nicht klar war, dass ich den machen muss. Aber da ist auch die Abstimmung mit der Betreuung hat super gut funktioniert. Dass ich sehr viele Daten gehabt habe, die es dann zu auswerten gegolten hat. Ich war sehr überrascht davon, dass ich sehr, sehr viele Ergebnisse erzielt habe, sehr, sehr viele Treffer vor allem. Also bei einer Fachhochschule habe ich für eine Kategorie über 160.000 Treffer erhalten. Das war sehr viel und durch diese Treffer muss man sich dann natürlich auch erstmal durcharbeiten. Die Masse an sich war für bestimmte Kategorien kein Problem, für andere aber schon. Das heißt, bei mir war zum Beispiel ein generisches Maskulinum der Begriff jeder, der aber in sehr vielen Kontexten eingesetzt werden kann und eben nicht nur im generischen Maskulinum. Und diese Ergebnisse herausfiltern war sicher das zeitaufwendigste in meiner Analyse. Das heißt, ich würde Personen, die solche Studien durchführen, empfehlen, die Begriffe genau abzuwägen, was möchte ich analysieren, wie werden meine Ergebnisse aussehen, damit ich dann eben auch entscheiden kann, möchte ich jetzt genau das analysieren oder sollte ich das vielleicht etwas anpassen, damit ich in der Analysephase dann vielleicht etwas weniger Arbeit habe.
Das heißt, Sie würden hier empfehlen, hier noch wesentliche Schritte vor der Auswertung zu setzen, sozusagen. Dann. Genau. Also auch mit den Ergebnissen schon zu rechnen bzw. abzuwägen, welche Ergebnisse erhalte ich denn überhaupt. Und auf welche möchte ich mich auch fokussieren wahrscheinlich. Genau, ja. Und natürlich auch kritisch zu prüfen, für jeden einzelnen Begriff beispielsweise, wie werden die Ergebnisse aussehen und dann auch entscheiden, ist dieser Begriff wirklich so sinnvoll in meiner Studie oder sollte ich vielleicht einen anderen Begriff, eine andere Kategorie untersuchen. Und welche Tipps würden Sie da Studierenden geben, die vielleicht auch so ein Experiment machen und sehr viele Daten haben, dass es gar nicht so viel zu so vielen Daten kommt? Ja, ganz genau im Vorfeld zu überlegen, welche Daten will ich überhaupt über mein Experiment eben erheben. Natürlich in Verbindung mit den zuvor aufgestellten Hypothesen. Und dann, was mir persönlich sehr stark geholfen hat, war auch tatsächlich dann für diese Items einen sogenannten Codeplan zu erstellen, wo man sich wirklich anschaut, okay, was ist das einzelne Item, das ich eben erheben will, welche Ausprägungen bzw. welches Niveau hat dieses Item dann auch. Also sozusagen Messniveau. Messniveau und so weiter. Okay. Wenn man so wie ich von Statistik weniger Ahnung hat am Anfang, dann wirklich das systematisch anzugehen. Bei mir war es ein bisschen Trial and Error. Ich glaube, man kann sich da schon ein bisschen systematischer dran wagen und auch eine offene Kultur mit der Betreuungsperson, glaube ich, ist ganz wichtig, dass die einfach auch weiß, wo man steht, regelmäßige Touch-Ups macht und dann schaut, was fehlt vielleicht noch und was macht Sinn. Also man sollte schauen, dass man sich Strukturen erarbeitet, mit, auch gerne mit Programmen, die einem das Leben erleichtern. Also ich finde es spannend, ich kenne Leute, die machen das wirklich noch an Papier. Finde ich schwierig, weil man kann dann, finde ich, nicht so gut die Codes und so weiter unsortieren. Ich würde echt immer Programme nehmen. Finden Sie eine gute Betreuerin oder einen guten Betreuer, die schon viel Erfahrung in Forschung hat und wer damit dann helfen kann, das würde ich sagen. Weil für viele Studierende ist das vielleicht das erste Mal, dass man sich so mit einem großen Projekt auseinandersetzt, zwar alleine. Und dafür, glaube ich, diese Unterstützung von Betreuer oder Betreuerin ist sehr wichtig. Auf jeden Fall. Das Zeitmanagement, dass man auch wirklich daran, sich überlegt, wie viel interviewe ich, dann braucht man beim Transkript, da braucht man benötigt man Zeit zum Transkribieren. Man sagt ja 5- bis 10-fache der Zeit von Interview. Dass man da wirklich schaut, mache ich es selber, wie transkribiere ich, welche Regeln gibt es dabei. Das ist ganz, ganz wichtig, auch welches Tool verwende ich für die Auswertung. Also man sollte auf jeden Fall eines verwenden, mit dem man sich auskennt und nicht jetzt eines verwenden, wo man sich dann einlesen muss und es einfach viel zu kompliziert für jemanden ist. Was ein weiterer Tipp für mich ist, der ganz für mich wichtig war, ist, dass ich in Word gearbeitet habe, ohne Markenänderung jetzt, aber dass man mit der Kommentarfunktion arbeitet, dass bei der Auswertung von den Ergebnissen, wenn man dann die Ergebnisse schreibt, dass man sich am Rand schon Notizen macht, vielleicht Querverbindungen zum theoretischen Teil, wenn man sich dann später in der Diskussion oder auch im Fazit bei den Handlungsempfehlungen leichter tut, dass man dann alles zusammengefasst hat. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, das mache ich jetzt auch, ist so eine diverse Gruppe haben zum Interpretieren. Also ich habe jetzt wirklich eine Gruppe zum Thema Polizeiforschung, wo ich mich mit den Leuten einmal im Monat austausche, wo wir verschiedene Materialsachen einbringen können. Ich habe jetzt noch nichts eingebracht, werde aber noch was tun. Und da merke ich, total cool, weil da sind Leute aus unterschiedlichen Statuspositionen, mit unterschiedlich viel Erfahrung, mit unterschiedlichen Themen. Und dadurch, dass wir ja nochmal eigene Biografien mit reinbringen, glaube ich, ist es da nochmal möglich, Sachen zu finden in den Daten, die ich alleine nicht finden kann. Und das finde ich einfach super wichtig und habe es immer wieder gemerkt, das macht einen Unterschied, wenn mehr Leute interpretieren, als wenn ich das alleine mache. Also in der qualitativen Auswertung einfach dann auch schauen, dass er nichts unter den Tisch fällt, dass man schon sich das Gesamte anschaut und vor allem so wie es bei uns im Team war, ist einfach die Zusammenarbeit ganz wesentlich, dass man sich wirklich wöchentlich oder was zusammensitzt, ein Meeting macht und dass man up to date bleibt, was denn passiert. Sehr gut, danke schön. Genau.